Hallöchen, meine Lieben, wir haben es 12 Uhr am Mittwochmorgen. Ja, Mittwochmittag. Ey, das Update ist gerade raus von DB Legends. Wir wollen reingucken. So. Ich hoffe, ihr seid alle schön entspannt in den Tag reingestartet. Und da ich heute glücklicherweise Spätschicht habe, kann ich da kurz reinschauen. Ja, mal gucken, was das neue Update uns jetzt hier bringt. Ich bin mal gespannt, wann das Video von Rabbit kommt. Ich denke mal, wird seins auch wahrscheinlich gleich raushauen, wenn er die Zeit dafür hat. Und ja. Ihr könnt mir übrigens mal sehr in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch gerne von Dragon Ball Legends sehen möchtet. Und natürlich auch, ob euch der bisherige Videogramm bisher gefällt. So. So, und da sind wir auch schon im Game drin. Ja. Haben wir irgendwas Neues? Wir haben den Buu Rising Banner. Den habe ich noch nicht. Der Goku Black ist wieder zurück, okay. Wir haben ein Ranglisten-Event. Das heißt, da können wir auch ein bisschen Gems farmen. Und ich glaube. Hier, wir haben den Kampf gegen Vegeta. Kampf mit voller Kraft. Können wir uns wieder ein paar Sachen für Wrist sammeln. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Sind auf jeden Fall schwierig, die Kämpfe. Also ich mache eigentlich immer nur normal und hart. Albtraum mache ich da eigentlich gar nicht. Haben wir ein Gold Rush Event. Julia Kraft ist natürlich wieder neu gestartet. Und sonst müssten wir eigentlich nichts Neues haben, außer Versionsupdate 5.2.0. Ja, wir kriegen ein bisschen Zeitkristalle. Hier werden noch kurz die Regeln erklärt. Das können wir uns in einem gesonderten Video durchaus mal anschauen. Wenn ihr da Interesse dran habt, ansonsten könnt ihr es auch ganz in Ruhe durchlesen. Ja, Sandland-Münzen sind ja auch fast vorbei. Und ich würde auch sagen, wir können beim nächsten Video durchaus dann nochmal in den Banner reingehen, in dem wir letztens drin waren. Weil da will ich immer noch versuchen, den Goku rauszuziehen. Ja, an sich ist aber ansonsten kein Update-Stuff drin, den wir brauchen. Ich hole mir noch kurz die Belohnungen ein bisschen ab. Ja, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr grinden müssen, aber ich spiele auch nicht so häufig PvP. Ein Kampf um die Ehre mit der gesamten Gruppe. Es werden 6 Charaktere versenden, maximal 3 Kämpfe zu verwenden. Beim ersten Kampf können wie gewohnt aus 3 von 6 Charakteren ausgewählt werden. Ah, okay, ja. Ich glaube, sowas in der Richtung hatten wir, glaube ich, sogar schon. Dass du hier an der Seite halt 6 Charakter hattest und du musstest halt 2 von 3 Kämpfen oder sowas gewinnen. Das ist an sich sogar eine recht schöne Sache. Welche Charaktere sind jetzt so geboostet? Ja, und der Wiz, der SS3 Goku, der letztens limited. Ja, gibt es sonst so irgendwas, was man noch erwähnen könnte? Ich glaube eher weniger. Ja, der Raid Boss läuft auch noch, da könnte ich auf jeden Fall noch reingehen, da muss ich auch noch ein bisschen öfter reinhauen. Und ja, an sich haben wir auch schon ein paar Events. Der Rush ist auch wieder neu gestartet, das heißt, den werde ich persönlich heute wieder durchsuchten. Ja, und dann war es das auch schon. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, haut rein, euer Luffy.